Hier spricht wieder Ustra und ihr seid zurück zu einer weiteren Folge bei The Evil Within und wir haben jetzt das sechste Kapitel, glaube ich, beendet oder das fünfte oder irgendwie sowas. Und jetzt war es, ne, wie es war, sage ich jetzt einfach mal. Und ich weiß gar nicht mehr genau, warum wir jetzt wo sind. Ich weiß eigentlich relativ gar nichts mehr, weil ich die letzte Aufnahme ein bisschen lange her ist. Aber ich weiß, dass wir, uns gleich in einer anderen Gegend wieder befinden werden, höchstwahrscheinlich. Mal schauen, wo wir uns genau befinden werden. Okay, auf jeden Fall bin ich sehr desorientiert. Da schauen wir was. Und ihr seht, ich hab's hingekriegt mit dem Bildschirmformat. Okay. Yeah. Ach, wir sind da runtergesprungen. Richtig, genau. Ich erinnere mich. Mach dir um mich keine Sorgen. Nee, Mann, mach dir keine Sorgen. Auch die 30 FPS Framelock, die ja vorher im Spiel vorherrschten, sind jetzt nicht mehr vorhanden. Aber das interessiert mich soweit relativ gar nicht, weil ich halt weiterhin mit 30 Frames entweder auch, also auch aufnehmen werde und deswegen auch spielen werde. Dann haben wir sozusagen dasselbe Erlebnis. Mein Rechner schafft sowieso nicht mehr, von daher. Kann. Irgendwie scheint er noch zu zappeln. Eventuell. Auf jeden Fall zappelt er jetzt nicht mehr. Vielleicht war das ein bisschen dumm, was ich getan habe. Eventuell hätte ich ihn auch losschneiden oder schießen können. Und wir sind hier in einer Art. Weiß ich nicht, was. Wow, Fabrik. Mal schauen, was man hier zu sagen hat. Okay. Gibt's jetzt noch was zu sagen, Joseph? Ich bin sehr überfragt, was das hier alles angeht. Oh, was ist da denn? Ah, oh. Okay. Sollte ich vielleicht jetzt nicht drauf schießen, aber cool! Endlich mal wieder was. Vielleicht ist hier auch irgendwo ein Kartenfragment. Aber ich sollte mich beeilen, nicht, dass ich jetzt gleich... Beeile er sich! Spute er sich! Nicht, dass wir das hier gleich verpassen. Das ist ja cool. Ich glaube, ich kann da nicht ins Wasser... Nee. Nö, dann warten wir, bis es hier hinkommt. Na gut, komm. Was soll's. Halt dich fest, kleine Frau. Du bist gleich fertig damit. Oh. Aha. Eventuell kann mir dieser Schlüssel noch von Nutzen sein. Hast du irgendwas zu sagen zu der ganzen Sache hier? Sagt diese Aufzeichnung etwas? Rein gar nichts. Sollte sie? Warte mal, ich habe vorhin etwas notiert. Okay. Gut, dass du jetzt immer alles notierst und dass das irgendwie alles hiermit zu tun hat. Und Harpunenbolzen nehme ich sowas von super gerne. Er sagt, dass die Opfergaben zu den richtigen Altären gebracht werden müssten, um den sicheren Weg zu ihm zu öffnen. Das da. Ja, das ist ja alles schön und gut und so. Und ich bin auch voll deiner Meinung, dass wir die Opfergaben... Ich meine, ich habe ja gerade schon jemanden zerhauen, das tut mir schon mega leid. Aber die zwei gingen hoch und dann war das scheiße. Vielleicht mache ich die zwei einfach wieder runter. Was haben wir denn? Gibt es hier irgendwie einen Hinweis? Da ist irgendwas. Das könnte eine 9 sein, die ist durchgestrichen. Was ist das hier für eine Zahl? Das ist die 3, die ist auch durchgestrichen. Ich denke mal, das sind einfach die, die hochgegangen sind, die gehen auch wieder runter. Oder sowas. Schon mal so an sich nicht schlecht. Gut, dass die Zahl minimal verdeckt ist. Das heißt, du bist unten, das ist dann Quatsch. Ne? Die 7, die ist ja glaube ich auch nicht durchgestrichen. Und dann die 5. Die werde ich auch noch opfern. Warum auch nicht? Hier. Der hat eh nicht mehr viel zu melden. Quatsch. Sehr gut. Gut, dann gehen wir nochmal. Willst du... gehört? Willst du zuerst gehen? Nein? Dann würde ich das wohl machen.
Okay, ist sicher, du kannst kommen. Warum muss ich immer? Der Fleischwagen ist da. Boah, das ist schlimm hier. So langsam kriege ich echt... Was ist hier los? Warum? Warum gehst du da rein, ohne Fragen zu stellen? Guck dir das doch mal an, bitte. Die wurden gerade gekocht oder weiß nicht was. Viel zu harte Cops einfach. Cool guys, don't look at explosions, sag ich da nur. Echt, das ist alles scheißegal, was hier passiert. Die sind so cool drauf. Ich wäre jetzt schon verzweifelt und dass der Joseph sich umbringen wollte, kann ich ihm irgendwie voll nicht verübeln. Ich sag's nur, just saying. Wo sind wir jetzt? Er hat den Kopf gerade nach links gewandt. Er will mich nicht angucken. Oder? Entschuldigen Sie? Wollen Sie nichts mit mir zu tun haben? Ich gehe mal hier rüber. Und dann dreht er den Kopf noch weiter nach hinten. Kann doch nicht wahr sein. So schlimm. So bin ich wirklich so hässlich? Spiegel gegen kaputt und Leute drehen sich weg? Okay, hier mit zwei volle Schaukästen, zwei leere Schaukästen. Eventuell hätte man ja noch diesen Schrank öffnen können, aber wir verzichten. Gut. Ich stelle dann keine Fragen. Wenn er nicht will, dann will ich schon richtig, schon überhaupt gar nicht erst. Bisschen Leben reinpumpen in das Ganze. Notiz Nummer 1 aus Friedhofslabor. Es muss Gottes Wille gewesen sein, dass diese beiden Waisenzwillinge überlebt haben. Sie wurden getauft und ihnen wurde Medizin verabreicht. 9 und sein Bruder 10 erholen sich schnell, aber genauso schnell schritt auch ihre Einstellung voran. Genforschung? Natürlich sind es Zwillinge, aber aus irgendeinem Grund ist ihr Wachstum absolut identisch. 12 Stunden nach Verabreichung des Serums, 9 ist 122,4 cm groß, bla bla, und der andere auch. Körpertemperatur zeigt offenkundige Schmerzen im unteren Extremitäten. Sehr gut. 24 Stunden nach Verabreichung des Serums. Die wachsen immer weiter und werden immer gleich schwer. Und die werden immer schwerer und gleich und... ja. Unruhig und sedativ um verabreicht. Was ist das denn? 9 und 10. Ach, ich glaube, die Jungs haben wir schon mal gesehen. Und ich höre irgendwas. Ich sag's ja nur ungern, aber ich höre die ganze Zeit irgendwie so ein Knurren oder ein Poltern. Als ob hier wieder irgendein Monster oder irgendein Typ wieder steht und mich gleich angreift. Hallo? Da bewegt sich, glaube ich, was. Diese Wand ist... Okay, mich erinnert dieser Anblick... Hundepfoten hat er auch, es erinnert mich... an Helsing. Minimal. Ich habe Angst. Vielleicht sollten wir gehen, Josef. Eventuell reichen die Ketten nicht aus, um den zu bändigen. Aber von dem Hund war gerade gar nicht die Rede. Warum nicht, ist die Frage. Wenn wir doch eh schon, sag ich jetzt mal, so weit waren. Dass wir alles aufschreiben, warum denn nicht? Entschuldigung? Ah ja. Ich glaube, der Käfig ist gerade gebrochen. Josef, mach was. Kriegst du das auf? Mal ein bisschen mit Schmackes jetzt. Ich glaube, durch die Eisentür kommt keiner. Okay, wie gesagt. Es hält mich minimal an Helsing. Minimal. Warum hast du denn so weiße Zähne, Großmutter? Ei. Raschel, raschel. Autsch. Das ist ein Schockbolzen, den hätte ich gerne. Das ist aber Muni, die hätte ich gerne.
Okay, was machen wir mit dem angebrochenen Tag? Oh! Eventuell können wir da Granaten reinwerfen in den Scheißdreck. Weil ich glaube, der ist ein bisschen schnell zum Zielen. Ah! Rollerstöckchen! Hab ich getroffen? Ah, ich bin sofort wieder einsatzbereit. Ich muss mal eben... minimal Leben wegsnacken. Moment! Ich bin gerade sehr dizzy. Entschuldigung? Ich hab, eventuell krieg ich so hin noch. Bumm! Boah, es ist ja schlimm. Ja, ich... Dieses Zielen mit diesem Teil, ne? Oh, daneben. Scheiße. Aua. Ich bin voll kein Freund vom Rodeo, muss ich gerade mal sagen. Der wird mich wahrscheinlich wieder treffen. Ich hasse dich! Ich hasse dich! Autsch! Voll unsinnig! Der will nur spielen, der Bastardhund! Josef! Ah, scheiße. Nimm die mit! Nimm die! Okay, wir gehen jetzt mal auf Hasenjagd, mein Freund. Du willst es, du kriegst es! Mist. Drecksvieh, du blödes. Mach dich vom Acker. Ich hätte da noch drauf geschossen, bis er noch Matsche ist, aber gut. Dann halt nicht. Ich würde mal die Hand da wegtun. Nur mal so aus Sicherheitsgründen. Was ist? Ich habe meine Brille fallen lassen. Oh, fuck. Brille. Junge, wir kaufen dir eine neue, okay? Was heißt das, du hast deine Brille fallen lassen? Du willst doch nicht sagen, dass die wichtig ist. Ah, leck mich doch einfach. Dann gehe ich die holen. Als guter Freund. Dann sehe ich, glaube ich, blau schimmern. Ja. Munition alle? Ich würde den gerne erledigen. Joseph trägt diese Brille, seit Sebastian ihn kennt. Hierher! Schnell zurück, bevor das Ding dich findet. Hey, hier! Ich bin gerade einfach durch den Schrägstrich an dem Rand vorbeigelaufen. Und dahin ist wahrscheinlich keine gute Idee, wenn ich dahin soll. Wieder durch, verdammte Scheiße. Ich glaube, ich hätte mir die Munition sparen können. Geh durch! Oh. Entschuldigung. Es geht nicht nur darum, nicht sehen zu können, sondern sich normal zu fühlen. Ist schon gut. Lass uns Kidman suchen. Ja, Mann. Für die Brille mache ich alles. Mann, für dich auch. Ich weiß nicht, ob ich ihn erledigen kann. Munition alle? Ach, schade. Jetzt hab ich auch wieder alles und jeden hier verdrallert. Ein Schockbolzen. Der Hund ist auf jeden Fall noch da. Ich könnte auch noch hingehen. Oder? Nee, es gibt keine Intention mehr zurückzulaufen. Der Hund hat da jetzt... Der macht da jetzt in den Busch. Daher. Scheiße, Joseph, so ein Aufwand für eine Brille. Ja, ist echt so.
Und jetzt hast du nichts mehr dazu, oder was? Gerade noch Entschuldigung, es tut mir leid, dann gibt's wieder nichts dazu sagen. Na gut. Oh, hohoho. 1000. Naja. Das rechtfertigt die Brille leider auch nicht. Was ist los? Bleibst du jetzt da unten stehen? Oder was? Na, was sollen wir den noch erledigen jetzt? Nur zwei starke Typen. Du hast keine Waffe und kannst ihn ablenken. Und ich, zeig dem Hund mal, wer das Herrchen ist. Oder so. Wär doch was. Kapitel 6 überlebt. Jetzt ist Kapitel 6 zu Ende. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es hier heißt, hier spricht Usta. Ich hoffe, ihr bleibt dabei und euch hat das Projekt gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen da. Muss ja nicht euer eigener sein. Also, bis dahin.